Ich hoffe, alle sind gut gestärkt für das zweite Panel. Ein paar Plätze werden noch eingenommen. Ich freue mich, Sie zum zweiten Panel heute zu begrüßen mit dem Titel Tropen des Erinnerns. Es folgen jetzt drei Präsentationen, die gewissermaßen Einblick geben jetzt in verschiedene rhetorische Figuren, Formen und Praktiken autobiografischen Erinnerns an den Holocaust, an verschiedenen auch Beispielen und Praktiken. Wir werden etwas hören über literarische Autobiografien, mündliche autobiografische Erinnerungen, autobiografische Texte und Tagebücher. Mein Name ist Julia Demmer, ich arbeite an der Universität Wien am Institut für Bildungswissenschaft und ich möchte jetzt ganz herzlich die drei Vortragenden dieses Panels begrüßen. Neben mir Stephanie Bird, in der Mitte Brigitte Entner und ganz rechts Avi Sepp. Und ich werde mir dann vor dem jeweiligen Vortrag werde ich die Vortragenden kurz vorstellen. Und im Anschluss daran, wir werden so wie vorhin im ersten Panel jeweils 20 Minuten Zeit haben für jeden Vortrag und im Anschluss daran gemeinsam 30 Minuten Zeit für Diskussion. Der erste Vortrag wird in Englisch sein, die zwei weiteren Vorträge in Deutsch. Alle Vortragenden sprechen aber sehr gut Deutsch, auch Stephanie Bird, und freut sich auch, also auch die Fragen in der Diskussion können gerne auf Deutsch gestellt werden, auch in Englisch. Sie würden nur eher zu einer englischen Antwort tendieren. Stephanie Bird möchte ich jetzt kurz vorstellen. Sie ist Lektorin am University College London. Sie befasst sich intensiv mit dem Zusammenspiel von Faktizität und Fiktion in biografischen Romanen. Ein weiteres Thema von ihr ist der Zusammenhang von weiblicher und nationaler Identität in autobiografischen Romanen und Texten. Und in der Folge des Befassens mit dem Thema der Identität befasst sie sich auch mit dem Thema Scham und ethischen Dimensionen in Bezug auf das Thema Scham in deutscher und österreichischer Literatur. Derzeit arbeitet sie an einer Studie zur Rolle von Humor in den Darstellungen von Leid und Trauma in deutschsprachigen literarischen Texten und Filmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und darum wird es auch im heutigen Vortrag gehen. Bitte. Vielen Dank. In Imre Kertész's novel Fiasco, the publisher rejects the old boy's novel manuscript, in which he depicts his experience as a 14-year-old Hungarian Jewish boy of being deported to Auschwitz. The publisher's disquiet over the old boy's unusual representation of a horrific and shocking subject stems from the fact that the protagonist's odd reactions fail to transform the concentration camp experience into an emotionally shattering experience for the reader. Shockingly, the crematoria elicits in the boy a feeling of a sense of a certain joke, a kind of student jape. On the penultimate page of Fiasco, we learn that the old boy's novel was, after its initial rejection, published after all. This is actually no surprise, since the reader suspects all along that the novel is, in a complex interweaving of fact and fiction, Kertész's own first novel, Fateless. The narrator of Fateless scrupulously pursues the truth of his own experience, and his position as laconic observer of those experiences imbues his style with the spectre of an absurd joke. Thus he conveys the torment of the camps, but at the same time the absurdity is something that fascinates him, a sensibility that is typical of Kertész's comic aesthetic more generally, which emerges from the way he holds together so many levels. The complex emotional responses to his camp experiences, explicit concerns about how to represent those experiences aesthetically, and the position of writing both for himself and for an audience. In Fiasco, the old boy's notes describe the ambiguous pleasure of remembering the camps, the strange ecstasy and voluptuous feeling bestowed by recalling his time there as if in the present. His metaphor of Auschwitz as an undigested dumpling, its spices belching up, encapsulates the mixture of pleasure and difficulty he feels, as well as illustrating the comic edge of his self-representation.
The old boy does not know whether memory itself is attended by that delight, irrespective of its subject, since a concentration camp is not exactly a bowl of fun. Yet whereas recollecting the experiences has greater reality for him than living them did, these memories are not the same as what he writes, for in the writing they become transformed so that his work is nothing else than a systematic atrophying of my experiences in the interest of an artificial, or if you prefer, artistic formula. Yet it is this very atrophying of the experiences that allows the novel to flourish as fiction. In Dossier K, Curtez insists on the distinction between fact and fiction of autobiography and novel by arguing that autobiography is a recollection, whereas fiction is a creation of a world, however based on facts it is. Even if every detail is accurate, the world of fiction is a sovereign world that follows the rules of art, of literature. Fiction, he argues, is remorseless in its laws. Imagination is also a kind of reality, one that is necessary to respond to the issues raised in the novel. Thus, he insists, in the novel Fateless, I did have to invent Auschwitz, and it is why he sees his, the writer's, proper place, not in the story, but at the writing desk. This same view is forcefully articulated by the old boy, whose experiences have been transformed into an irrevocable aesthetic standpoint. I was taken to Auschwitz, not by the train in the novel, but by a real one. So it is that words, over and above the concern with accurate portrayal, take on their full significance from their place within the aesthetic whole, just as bricks become part of a marvelous cathedral. Curtez's work raises testing questions, both through its subject matter and exploration of themes, and in the way those themes are interwoven with the narrative fabric of the narrative. Through his eye for the joke and his comic sensibility, he interrogates assumptions that representations of the greatest trauma of the 20th century should seek to evoke horror through emotional identification, and he confronts commonplaces of Auschwitz descriptions. This is at times both shocking and very funny, encapsulated in George's assertion that, in any case, I didn't notice any atrocities. The reader is herself unsettled by the possibility of a sick joke, one that she is drawn into enjoying, a voluptuous delight in reading, divorced from the subject, a delight that perhaps hints shockingly that however sick a joke this may sound, Auschwitz proved a fruitful enterprise, to quote Curtez. Yet conversely, to deny aesthetic pleasure, to comply with the moral stink bomb that censures Ceylan as barbaric, is also a sick joke, for like it or not, I quote Curtez again, art always regards life as a celebration. Finally, his work asks us to think about the inevitable aesthetic mediation of experience and resists the conflation of the terms facts, accuracy, and reality. Imagination must remain a plaything to create the reality in which certain issues can be addressed. Curtez's work offers a helpful constellation of questions with which to approach The Kindly Ones by Jonathan Littell, a novel that strains expectations of Holocaust representation, not least because its unclear delineation of fact and fiction is held to undermine historical accuracy, literary quality, and ethical integrity. The narrator of this fictional memoir is Max Auer, an SS man who starts as a member of Einsatzgruppe D until 1942, before assuming further administrative roles in the implementation of the Nazi race and genocidal policy. He narrates his story retrospectively, now living in France under a false identity, and he addresses the reader directly, aiming to demonstrate how everyone is capable of becoming a perpetrator of atrocities. It's a detailed novel, it's a precisely researched narrative, and it's largely within the realist tradition, but it has marked disruptions with this tradition. On the one hand, it has been accused of being reportage. On the other hand, it is based, its main intertext is Aeschylus's Aristaeomyth. This unclear delineation between representative forms has led to disquiet. Peter Kuhn sees the documentary precision resulting in a conflictual oscillation between reliable and chronicler, aligned with ethics, and unreliable autobiographer, aligned with aesthetics. The problem of blurring fact and fiction within the diegesis are, for some critics,
Further problems are, for some critics, further compounded by the nebulous relationship of the fictional I of Auer and the authorial I of Littell. Littell has never denied that there is some overlap between him and his character, saying that there was no hesitation in writing in the first person, that I've been in dark places a good part of my life, and that I based him mostly on myself. Indeed, both share a birthday of October the 10th. But this is not, in his view, tantamount to saying, Auer, c'est moi. Nevertheless, both Couan and Dominic Le Capra are troubled by the question of whether Littell, even as implied author, identifies with Auer, his admiration for bureaucratic efficiency and his excesses, or whether there is a significant critical dimension to the narrative. Le Capra, in fact, points to clear examples of possible alienation effects, including the blatant implausibility of Auer's narration, the extremity of his sexual perversions, and the explicit mythological substructure. Nevertheless, for this critic, these potential alienation effects ultimately contribute to the novel's fundamental weakness, not least because the mythological substructure refigures history as a derivative of fate and myth. I wish to argue, fairly briefly, that the implausibility of the narrative is invested with a sense of the comic absurd, which extends to the mythological and tragic substructure of the novel. Littell's long-winded narrative explicitly counters techniques of poetic condensation or metaphoric translation and interrogates whether tragedy is an appropriate form for depicting the Holocaust. Underlying the realism of the novel is the evident comic structuring device of the picaresque novel. Auer travels from one adventurous episode to the next, narrowly escapes disaster each time, and rising through the SS ranks, he becomes the figure through whom Nazi ideology and practice is reflected. Zierlich-like, he pops up at key or exemplary events in the unfolding violence of war and genocide. He's present at the shooting of Jews into mass graves, he's at Baba Yar, the gassing of Jews in the back of trucks, the final days of Stalingrad, Himmler's Posen speech, Auschwitz, the advancing Russian front, and the final days in Berlin, and even Hitler's bunker. He also encounters key Nazis, Himmler, Hitler, Heydrich, Speer, Bormann, Eichmann, Frank, and Höss, to name but just a few. The cumulative effects of the transitions from one episode to the next, each one involving a narrow escape from death, interfere with the novel's realism and signal what Le Capra agrees is this implausibility. The implausibility is crystallized in the moment when Auer bites Hitler on the nose, a moment when Auer most closely embodies the figure of the Schelm, the rogue who exposes the hypocrisy of society, in this case, the scandalous discrepancy between Hitler's nose and the Aryan ideal. Interestingly, though, there's a twist to the conventional picaresque trope of the lower class rogue who displays a canny intelligence and wit, and to those to whom it responds sympathetically. Auer is singularly lacking in precisely the quick-wittedness he needs to achieve his steady promotion and to extricate himself from tricky adventures. The picaresque structural devices of having the rogue rise through the social strata, here the ranks of the SS and Nazi governance, and of the transition from one episode to the next are achieved by the involvement of others, and the evident artificiality of the picaresque structure is thereby fundamentally uncoupled from the figure of the sympathetic and clever rogue. Furthermore, it's Auer's friend Thomas who is most often responsible for ensuring his survival and advance. Not only do Thomas's own improbable last-minute appearances and unassailability themselves contribute to the picaresque mode, but his mysterious invincibility emanates a demonic air. And he increasingly becomes a comic Mephistopheles who drags Auer from the brink of death in order to try and persuade him to enjoy the hedonistic side of being a successful SS man. Yet the hint of the Faust myth that is introduced into the novel with Thomas does not thereby confer metaphysical grandeur onto Auer. As narrator, Auer would very much like his story to assume such dimensions, as is clear from his pretentious opening appeal to the reader, "O my human brothers, let me tell you how it happened." From the outset of his memoir, he casts himself as an everyman, as a representative figure in a bleak story, but an edifying one, he tells us, a real morality play. He also casts himself as a would-be Faust. But neither the sympathetic characteristics of the Picaro rub off onto Auer, nor does he acquire the tragic grandeur of Faust. The accumulating details of murder, slaughter, torture, atrocity, and abuse cause Auer anguish,
But this is not the anguish born of a tragic tension between the enlightened striving of man and moral clarity, nor between the greatness of musical genius and the possibility of love as we have it in Thomas Mann's version. In Littell's novel, Our is not the Faust he would like to be, and there is no pact with the devil because no bargain needs to be struck. He's already a committed National Socialist before he even meets his Mephistopheles. The novel's treatment of the picaresque and tragic morality play casts a significant light on another central structuring device, which is Aeschylus's Oresteia. The parallels between the play and the novel are evident. Our, as Orestes, murders his mother and stepfather in revenge for his mother symbolically killing his father. In a fundamental departure from the Orestes myth, Our and his sister Una have an incestuous relationship from which, unbeknown to Our, twins have been born. The decisive invocation of the Eumenides in the novel's title means that the theme of incest also invokes the specter of Oedipus and his need to appease the Eumenides when he steps onto ground that is sacred to them in Oedipus at Colonus. Thus, the theme of guilt, the themes of fate, guilt, and individual tragedy dominate the novel. The Eumenides are crucial at different levels of the text. It is Our, as first-person narrator, who names them in the final line of his story, tying the kindly ones to his own suffering. He suddenly feels the entire weight of the past, the pain of life and of intolerable memory, the cruelty of his existence and of his death to come. It is he who links his burden of knowledge and responsibility to the mythic figures, and by so doing, he places himself in the tradition of the tragic figures of Orestes, figures of Orestes, and more associatively, Oedipus. This is a crucial exculpatory comparison, for Our shifts his murderous acts to the level of fate and necessity. Orestes' murder of Clytemnestra is an act in Greek literature that is justified in relation to the laws of filial piety and blood vengeance. It's encouraged by Apollo and offered in Homer's Odyssey as an honorable example of a son avenging his father's death. In Our's case, his invocation of the Eumenides does not relate to his matricide, for this is something he not only denies but can't remember doing. Rather, the matricide is overlaid with the genocide, which he opts to understand as a necessary deed. He describes his commitment to genocidal antisemitism in terms of submitting to the necessity of terrible action rather than merely the fulfillment of duty. In his view, submitting to necessity has the effect of transforming National Socialism into a living law, and it lifts him from being a knecht to becoming a man. Thus, Our uses the language of tragedy, turning himself into the hero whose will must conform to the fate allotted to him. Our's repression of matricide enables him to implot his crimes as tragic necessity and not venal passion, and it is clearly he who is attempting to give history the veneer of myth and tragedy. However, Our also functions as a narrative device, as Littell describes him, a sweeping X-ray, and he is part of a representation of the Holocaust that is structured around tragic myth. Consequently, ascribing the underlying tragic intertext solely to Our as author of his memoir does not fully address critical concerns that the novel overall elevates the SS man and the Nazi genocide to tragic proportions. Yet, as is the case with the examples of the picaresque and the Faust myth, I would argue that the Oresteia intertext is treated in such a way that tragic implotment is what is questioned rather than reinforced. Thus, it is significant that the avenging figures of the Eumenides should take the form of the comic duo of detectives Clemens und Weser. Like Auer and Thomas, they are marked as implausible characters by their ability to pop up in unlikely and dangerous places just when Auer least expects them. In this respect, they are reminiscent of Hergé's Thompson and Thompson, or Dupont and Dupont, and Auer refers to them himself as Laurel and Hardy. Unlike these comic pairs, however, Clemens und Weser are effective and intelligent detectives whose relentless pursuit of Auer is driven by their desire for justice. The question of justice is vital for understanding both the function of the Oresteia intertext for the novel and its adaptation. By invoking the kindly ones, the novel conjures a crime that in its horror and its dimensions demands a justice that is itself terrifying to describe, to quote Aeschylus. Yet in the very gesture of demanding justice, it exposes it as unattainable.
In Aeschylus's play, Orestes stands trial for matricide and through the intervention of Athena is acquitted. In the novel, in contrast, Auer both kills the Avengers, Clemens and Weser, and he escapes trial after the war. Crucially, too, in the Eumenides, Athena intervenes to persuade the Erinyes to give up their desire for vengeance, and as a result, they are transformed from their role as horrifying Avengers to becoming Semnae, immortals who will be honored by the Athenians. Thus, the Erinyes are pacified, and it is in their pacified form, as Semnae or Eumenides, that both Auer and the novel refer to them. For Auer, the truth of this invocation is exposed in his cynical moral posturing and lack of regret. The book's invocation is an ironic reminder that the Furies have indeed become kind from the perpetrator's point of view. For Auer points out not only that many former colleagues are living peacefully, even in the Federal Republic, but he too could have lived undisturbed. The kindly ones can thus be understood as offering a rejection of tragic catharsis and of redemption through justice, comparable in its skepticism to the commissioner in Curtez's The Pathseeker. The commissioner, who it transpires is a survivor of Buchenwald and Zeitz, dismisses Goethe's Iphigenia in Tauris as cheating and lies set in blank verse. This play presents another version of how Orestes seeks to flee the Furies by stealing the statue of Artemis from Tauris to bring back to Athens. In both Euripides' version and Goethe's version, Orestes succeeds in his task, again pacifying the Erinyes and bringing his exiled sister Iphigenia back with him. For the commissioner, however, the benevolent and forgiving outcome of Goethe's play represents what they want us to believe and is a cover-up of real violence. In his own version, or as he would have written it, one that we suspect reflects the reality of his concentration camp experiences in the vicinity of Weimar, Iphigenia is raped by the king's soldiers in front of Orestes and his men, who are then hacked to pieces in front of her. After finally killing her too, the perpetrators all went to the theatre to watch the barbarian king exercising clemency on the stage as they, snug in the dress circle, sniggered up their sleeves. In the commissioner's mise en abîme version, the familiar image of perpetrators enjoying culture is intensified into a scathing criticism of art's complicity in deceit, which itself becomes a further source of satisfaction and amusement for the perpetrators. In Littell's novel, we see a perpetrator who wishes to fashion a tragic fate for himself, availing himself of the language of tragedy and necessity, while the structure of the novel itself, linking the Erinyes both to comedy and the failure of justice, exposes the inappropriateness of tragedy for representing mass murder. Thus, it confirms the old boy's view in Fiasco that mass murder has put paid to tragic representation. Thank you very much. I'm looking forward to the discussion at the end and interesting connections between the first panel and what we present now in this panel. Jetzt rede ich Englisch. Ich mache es wieder auf Deutsch. Ich freue mich jetzt, Brigitte Entner kurz vorzustellen, unsere zweite Vortragende im Panel. Brigitte Entner studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Wissenschaftstheorie an der Universität Wien und ist Historikerin am Slowenischen Wissenschaftlichen Institut in Klagenfurt und zudem als Lektorin an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt tätig. Zwischen 2000 und 2002 war sie zudem Mitarbeiterin in der österreichischen Historikerkommission. Brigitte Entner ist Expertin für die Geschichte der Kärntner Slowenen und Sloweninnen, Widerstand und Verfolgung in Kärnten, Geschichtskultur, Geschichtspolitik und Erinnerungskultur, die Besatzungsgeschichte in Kärnten, aber auch die Geschichte der Frauenarbeit. Und sie widmete sich auch schon den Veränderungen oder dem Einfluss von Tourismus auf ländliche Regionen. Heute spricht sie über verschiedene Erzähltypen in der generationalen Tradierung von kärntenslowenischen Familien. Und ich möchte noch betonen, es gibt ein aktuelles, ganz neu herausgegebenes Werk mit dem Titel Wer war Clara aus St. Philippen, Schentlipsch, Kärntner, Sloweninnen und Slowenen als Opfer der NS-Verfolgung. Ist 2014 herausgekommen
und umfasst 580 Biografien. Danke für die Einblickleitung. Es wird nicht so sehr über die drei Erzähltypen, sondern vielmehr über die Rezeption dieser unterschiedlichen Erzählungen erzählt werden. Während des Zweiten Weltkriegs waren Kärntner Slowenen und Sloweninnen massiven Verfolgungen ausgesetzt. Ziel der NS-Behörden war die Auslöschung der slowenischen Kultur und Sprache, nicht jedoch der Menschen. Widerständiges Handeln gegen die NS-Normen wie auch die öffentliche Verwendung des Slowenischen wurden streng verfolgt. Im April 1942 erfolgte die zwangsweise Aussiedlung von 220 Familien, die als Volks- und Staatsfeinde entschädigungslos enteignet, interniert und zu Zwangsarbeiten herangezogen wurden. Unmittelbar darauf begannen sich Kärntner Slowenen und Sloweninnen organisiert zu widersetzen, auch mit Waffengewalt. Von August 1942 bis zum Kriegsende dauerte der bewaffnete Widerstand im südöstlichen Kärnten an, der mit aller Brutalität bekämpft wurde und hunderte Todesopfer unter der Bevölkerung forderte. Wir müssen uns vorstellen, zahlenmäßig in der letzten Volkszählung, also 1939, bekannten sich ca. 7.000 Menschen zum slowenischen Volkstum und ca. 40.000 gaben an, Slowenisch als Alltagssprache zu verwenden. Erinnerungen an diese Gewalterfahrungen wurden zunächst nahezu ausschließlich in slowenischer Sprache formuliert und in slowenischen Verlagen und Zeitschriften in Jugoslawien und Kärnten publiziert. Erzählungen von Verfolgung und Widerstand waren in der deutschsprachigen Öffentlichkeit nicht erwünscht. Die Erzählung vom erfolgreichen militärischen Widerstand konfrontierte die Mehrheit mit ihrer Niederlage. Zudem hatten Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung von Kärntner Sloweninnen eine lange Tradition. Sie begann nicht 1938 und sie änderte auch nicht 1945. Erst in den frühen 1980er Jahren erkundigten sich deutsch sprechende Nicht-Kärntnerinnen aktiv nach den Gewalterfahrungen von Kärntner slowenischen Frauen. Diese Eröffnung folgte parallel zum Zerfall Jugoslawiens neuerlich ein längeres Schweigen. Gegen Ende der 1990er Jahre publizierten schließlich zwei pensionierte ehemalige Funktionäre der slowenischen Organisationen ihre Erinnerungen. Der Verlag, ein slowenischer Verlag in Kärnten, gab wenig später auch die deutsche Übersetzung heraus und weitere Erinnerungen sollten folgen. Aufmerksamkeit in der deutschsprechenden Kärntner Öffentlichkeit erreichte allerdings erst das Werk einer Frau, die von ihrer Großmutter und ihrem Vater erzählte und dafür 2011 den Bachmann-Preis erhielt. Erst mit ihrem Werk setzte ein intensiver Diskussionsprozess in der Kärntner Öffentlichkeit ein. Die 1984 publizierten ersten umfangreichen autobiografischen Erinnerungen von einer Frau stammten von Maja Haderlaps Großtante Helena Kucher mit Partisanennamen Jelka, ebenfalls in deutscher Sprache. Maja Haderlaps Vater erzählte in einem Interviewprojekt 1990 kurz seine Geschichte. Sein Bruder Tonč Haderlap publizierte 2007 seine autobiografischen Erinnerungen in slowenischer Sprache. Ihr Cousin Peter Kucher, ein Sohn Jelkas, publizierte seine Erinnerungen ein Jahr später ebenfalls in Slowenisch. Peter Kucher musste als knapp 15-Jähriger im Juni 1944 zu den Partisanen fliehen. Seine Mutter und die beiden Neffen im Oktober 1944, zu diesem Zeitpunkt war der Vater der beiden Buben schon seit einem Jahr bei den Partisanen und die Mutter seit einem Jahr im KZ Ravensbrück. Ausgehend von der kulturell und teilweise auch politisch sehr aktiven Familie, die über drei Generationen in zwei Sprachen ihre Geschichte in unterschiedlichen Formen, in Interviews, als autobiografische Texte sowie als literarischen Text erzählte, möchte ich unter anderem folgenden Fragen nachgehen.
von welchem politischen Hintergrund werden welche Themen behandelt bzw. ausgespart, in einem Land, das sich als ein deutsches Land versteht? Welche Bedeutung hatte die verwendete Sprache für die Rezeption? Wohin orientiert sich die Kärntner slowenische Erinnerung? Nähert sie sich der slowenischen bzw. jugoslawischen oder der österreichischen an? Wirken sich die politischen Veränderungen jener Jahre auf die Erzählungen aus? 1984 erschien das Buch Jelka aus dem Leben einer Kärntner Partisanin, herausgegeben von Thomas Busch und Brigitte Windhab nach Tonbandaufzeichnungen von Helene Kocher. Es ist die Geschichte einer Bergbauerntochter ohne Schulbildung, aber mit einer Behinderung am Bein, zunächst Magd, dann Mutter von 4 Kindern, kurz einer Frau, die mit der ihr eigenen Sturheit nicht nur ihrem Vater trotzte, sondern auch dem NS-Regime. Nach dem Krieg war sie bis zu ihrem Tod als Kulturfunktionärin für die Kärntner Slowenen tätig. 1984 war ein Jahr, in dem Kärnten ideologisch die Wogen hochgingen. Der sogenannte Traditionsverband Kärntner Heimatdienst forderte ein Ende der zweisprachigen Schulen bzw. ein Ende des gemeinsamen Unterrichts und fand breite Unterstützung durch die FPÖ und ÖVP und auch innerhalb der SPÖ. Wissenschaftler der Universität Klagenfurt, die sich gegen das Konzept der Trennung aussprachen und auch dagegen anschrieben, wurden öffentlich diskreditiert. Anfang 1984 verlieh Landeshauptmann Leopold Wagner von der SPÖ, dem ehemaligen Vorsitzenden der Kärntner FPÖ und dem Blutordensträger Reinhold Huber für seine langjährigen Verdienste das große goldene Ehrenzeichen des Landes. 1984 erschien aber auch im Verlag des Kärntner Abwehrkämpferbundes, eines weiteren sogenannten Traditionsverbandes mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit, die Schrift des einschlägig bekannten Journalisten Ingo Mabust, Tito Stern über Kärnten 1942 bis 1945, Totgeschwiegene Tragödien. Darin versuchte er, den Partisanenkampf als Ansammlung brutaler Morde zu desavouieren. Es herrschte politisch eine durchaus aufgeheizte Stimmung und dennoch oder gerade deshalb wurde das Projekt Jelka von Außenstehenden, einem Schweizer und einer Wienerin, umgesetzt. 1977 hatte sich die Kooperative Longomai in Eisenkappel angesiedelt. Die Gruppe wurde von den Einheimischen, deutsch wie slowenisch sprechenden, kritisch bis ablehnend wahrgenommen. Helena Kucher war jedoch neugierig und suchte und fand Kontakt. Es ergaben sich Gespräche, in denen sie ihre eigene Lebensgeschichte erzählte, und so entstand die Idee, diese Erzählungen aufzunehmen und auch zu publizieren. Die Texte erschienen gegen den Willen der erwachsenen Kinder, jedoch auf ausdrücklichen Wunsch von Helena Kucher im Selbstverlag. Im Selbstverlag wurden sie deshalb herausgegeben, weil keiner der angefragten österreichischen Verlage, wie beispielsweise der Europa-Verlag, das Buch verlegen wollte. Auch im Kärntner slowenischen Drava-Verlag fand es als deutschsprachige Publikation keinen Raum. Verstand sich dieser Verlag zu jener Zeit vor allen Dingen als Verlag, der Literatur für die Kärntner Sloweninnen in ihrer Muttersprache verlegen sollte. Doch das Buch traf auf einen Nerv der Zeit und wurde innerhalb kürzester Zeit in 6000 Exemplaren verkauft und das im Selbstverlag. Auch aufgrund der politischen Diskussionen in Kärnten und der wachsenden österreichweiten Solidarisierungsbewegungen hinsichtlich der Schulfrage war das Interesse an Informationen über das andere Kärnten gewachsen. Zudem eröffnete das Buch nach den bisher dominierenden männlichen Sichtweisen auf den Widerstand eine weibliche Gegenperspektive. In Kärnten sah die Situation der Rezeption jedoch ganz anders aus. Die beiden Autoren, aber auch Helena Kucher-Jelka, erhielten meist anonyme Briefe und Anrufe mit Schmähungen und Drohungen. Schließlich wurden die drei vom Sohn des ehemaligen NS-Gauleiters Friedrich Rainer geklagt. Der Kläger wollte eine Beschlagnahme des Buches erwirken. Der Prozess endete mit einem Freispruch für die Beklagten.
Gegen den Kläger wurden Erhebungen wegen Wiederbetätigung aufgenommen, allerdings bald danach da fallen gelassen. In den slowenischen Medien in Kärnten fand die Erstausgabe von Jelka kein Echo. Ursache für die mangelnde Resonanz war vor allem die Sprache, in der es erschienen ist. Aber auch die Überlegung, es handelt sich dabei, Zitat, um Weibergeschwätz. Doch wurde eine Übersetzung in Slowenische, verfasst von Jelkas Großneffen Jože Pleis, der seinerseits in seiner Familie sehr viele Verfolgungsopfer hatte, vom slowenischen Kulturverein vorbereitet und noch zu Jahresende 84 publiziert. Im Februar 1985 verstarb Helena Kucha im Alter von 78 Jahren und in ihren Nachrufen wurde wieder nur auf die slowenische Ausgabe ihrer Erinnerungen hingewiesen. Wenig später berichtete der Kärntner slowenische Student Igor Schelander in der slowenischen Wochenzeitung Vestnik vom Film Küchengespräche mit Rebellinnen sowie dem Interviewband Der Himmel ist blau kann sein und dem zugrunde liegenden Projekt von Karin Berger, Elisabeth Holzinger, Charlotte Podgornik und Lisbeth Entralori. Dabei verwies der Autor auch, wie wichtig es sei, das Schweigen zu brechen, aus der Anonymität herauszutreten und vor allem sich verständlich zu machen, was in diesem Kontext bedeutet, auch in deutscher Sprache nach außen zu treten. Die Wortgewalt der Erzählung von Helena Kucha ist imposant. Teilweise erinnern die Schilderungen an Schelmenromane im Stil des braven Soldaten Schweg. Ihre Erzählungen sind durch und durch von Widerstandsgeist und sozialem Bewusstsein geprägt, nicht zu vergessen auf den üppig eingesetzten Mutterwitz. In ihrem politischen Impetus ist die Erzählung durchaus ein Kind ihrer Zeit, allerdings nicht der Mainstream-Kultur. Auch hinsichtlich ihrer Fokussierung der Situation der Frauen im Widerstand, sowohl in der Legalität als auch bei den kämpfenden Partisanen. Bei der Lektüre stellt sich allerdings die Frage, inwieweit die beiden Herausgeber doch eingegriffen haben könnten. Denn Helena Kucha fühlte sich in der deutschen Sprache nicht sehr sicher. Doch war sie eine durchaus politisch denkende und handelnde Frau und hatte bei den Partisaninnen eine profunde politische Schulung erfahren, war sie dort zur politischen Aktivistin ausgebildet worden und hatte dort auch Lesen und Schreiben gelernt. Dies zeigt sich auch an ihrem scharfen Blick, mit dem sie die Zwischenkriegszeit in Eisenkappel, Železná Kapla, schildert. Generell stellt sich ihre Erzählung in einen größeren Kontext, auch wenn es die Erzählung ihrer eigenen Widerstands- und Verfolgungsgeschichte ist und bleibt. Wir erfahren, wie der Zusammenhalt zwischen Partisaninnen und den Menschen vor Ort funktionierte, welche Aufgaben die Unterstützerinnen in der Legalität hatten, aber auch mit welchen Belastungen sie zu kämpfen hatten, sie selbst, die selbst ihr, der politischen Aktivistin, zu viel waren. Überraschend ist die Offenheit, mit der Helena Kucha die Gewalt beschreibt, die sie in der Haft von Februar bis April 1945 selbst erfahren musste und an anderen beobachtet hatte. Und sie benennt auch deutlich die sexuellen Übergriffe in der Haft. Ausführlich beschreibt sie zudem die Situation nach Kriegsende und zeigt, dass der Krieg für die Kärntner Sloweninnen nach dem 8. Mai nicht zu Ende war. Sie erwähnt die große Trauer über die vielen menschlichen Tragödien, die Enttäuschung über das Verhalten der britischen Militärregierung und die fortdauernde nationale Ausgrenzung. Während sie sich bei den Briten eher erst bei der Zeit nach 1945 enttäuscht zeigt, sind das bei den jungen Burschen, die dann später erzählen, die übertragen das auf die Zeit während des Kriegs, als sie gemeinsam gekämpft hatten. Auch betont sie, die stets tiefgläubig war und die, wie ihr Sohn Peter später beschreiben sollte, Gefahrenmomente bei den Partisaninnen immer mit einem Gebet zu überwinden suchte, ihre Enttäuschung über die Kirche, die erst 1960 am Eisenkappler Friedhof die Errichtung eines Mahnmals für die NS-Opfer bewilligte. Nicht wirklich überraschend erscheint, dass sie zwar ausführlich von ihren Aufgaben als Unterstützerin der Partisanen berichtet, aber mit keinem Wort ihre Funktion als Leiterin der lokalen antifaschistischen Frauenfront erwähnt.
Ihre Erzählung spannt den großen Bogen und kann auch als Abhandlung über Widerstand und Verfolgung der Kärntner Sloweninnen im Raum Eisenkappel gelesen werden. Unüberhörbar ist der kämpferische Ton Ihrer Schilderungen, der nicht nur Ihrer politischen Sozialisation und der jahrzehntelangen Arbeit als Kulturaktivistin, sondern auch dem damals herrschenden politischen und gesellschaftlichen Klima in Kärnten geschuldet war. 1990 erschien in der Reihe Erzählte Geschichte, Berichte von Widerstandskämpfern und Verfolgten des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, ein eigener Band zu den Kärntner Sloweninnen. Es war wieder eine Initiative, die von außen, wenn auch unter Beteiligung von Kärntner Sloweninnen, an die ehemaligen Widerständigen und Verfolgten herangetragen wurde. In diesem Band finden sich Erzählungen von Welkers Sohn Peter Kucher, Jahrgang 1929, und ihrem Neffen Strauko Haderlab, Jahrgang 1933. Im Jahr darauf erschien der Band in slowenischer Übersetzung. Die beiden Cousins waren in den Interviews in ihren späten 50er Jahren. Während Peter Kucher sich damals aktiv in der Volksgruppe als Funktionär des Partisanenverbandes engagierte, hielt sich Strauko diesbezüglich zurück. Zentrales Thema sind bei beiden, wie auch bei Helena Kucher, jene Tage im Dezember 1944, die sie auf der Velika Planina im heutigen Slowenien von den Deutschen eingekesselt unter Hunger und großer Unwissenheit verbringen mussten. Peter Kucher betont die Hoffnungslosigkeit und Lethargie, die sich unter den Leuten ausbreitete, aber auch die Überforderung so mancher leitender Offiziere. Er war damals 15 Jahre alt und als persönlicher Kurier einem Kommandeur zugewiesen. Sein Cousin Strauko war zu jenem Zeitpunkt erst 11 und hat erfahren müssen, dass die Offiziere ihn und seinen wenig älteren Bruder eher als Belastung wahrnahmen, denn als Unterstützer. Er spricht als einziger in der Familie diese abwertende Einstellung auch an. Auffallend an seiner Schilderung ist jedoch, dass er sich jeglicher Schwarz-Weiß-Malerei enthält. Differenziert beschreibt er auch Situationen, in welchen die deutschen Einheiten ihn bewusst nicht gesehen oder aber gezielt daneben geschossen hätten, wie er meint. Dabei war er, und auch das beschreibt er in dieser kurzen Sequenz, als 10-Jähriger kurz vor der Verhaftung seiner Mutter von Sicherheitskräften 24 Stunden festgehalten, geschlagen und brutal gefoltert worden. So wurde er unter anderem mit einem Strick um den Hals dreimal an einem Baum hochgezogen. Er selbst hat, wie später seine Tochter Maya Haderlab schreiben wird, diese Traumata nie verwinden können. Diese seine Folter wurde auch von seiner Tante und seinem Bruder ausführlich beschrieben. Don Schaderlapp verfasste und publizierte seine Erinnerungen 2007 in slowenischer Sprache und es war auch bei der Publikation schon die deutsche Publikation angedacht und die erschien wenig später. Hier handelte es sich um eine selbstverfasste und auf eigenen Antrieb entstandene autobiografische Erzählung. Don Schaderlapp, geboren 1930, widmete einen ausführlichen Teil der Schule und den diskriminierenden Erfahrungen, die er als slowenisch sprechendes Kind dort machen musste. Auffallend, dass seine Tante am Höhepunkt der Schuldiskussion 1984 dieses Thema nicht angesprochen hatte, wiewohl sie als Mutter schulpflichtiger Kinder sehr wohl auch einen Bezug zur NS-Schulpolitik gehabt hatte. 2007, als das Buch von Don Schaderlapp erschienen ist, war die Schulfrage in Kärnten kein Thema. Bei Don Schaderlapp finden sich anders als bei seinem Bruder keine kritischen Töne den Partisanen gegenüber. Im Gegenteil, immer wieder hat man bei der Lektüre das Gefühl, wie der knapp 14-Jährige um Anerkennung bei den Partisanen buhlt. Don Schaderlapp ist dennoch ein genauer und reflektierter Beobachter. Auch widmet er den sozialen Bedingungen sowie den Ausgrenzungsstrategien der Deutschgesinnten breiten Raum. Den Ausführungen von Don Schaderlapp fehlt jedoch der politische Impetus, den wir bei Helena Kucher finden. Trotz aller Reflexion bleibt seine Erzählung im gewissen Sinn auf der Ebene des Jugendlichen, der er damals war. 2007 ist zwar Jörg Haider noch Landeshauptmann und es wird heftig und polemisch über die zweisprachigen Ortstafeln gerungen, doch hat sich das öffentliche Klima wesentlich beruhigt und so auch die Sprache des Autors Haderlapp. Ich werde euch jetzt kürzen, weil Sie haben schon
die Nervosität kundgetan. Don Schaderlap war wie sein Bruder nicht Funktionär der slowenischen Organisation und er lebte auch außerhalb des sogenannten gemischtsprachigen Gebietes und konnte sich so einen distanzierteren Blick zulegen. Seine Erinnerungen fanden bereits großes öffentliches Interesse. Das bedeutet in Kärnten, dass die deutsche Auflage von 800 Stück bald vergriffen war und eine zweite aufgelegt werden musste. Und auch von der slowenischen Ausgabe wurden mehr als 550 Stück verkauft. Auffallend bei der Lektüre ist, dass Helena Kucher zwar die große Trauer über die vielen menschlichen Tragödien erwähnt, die Todesopfer in der eigenen Familie mit Ausnahme ihrer Nichte Mitzi Petschnik, die in Lublin-Majdanek umgekommen war, nicht nennt. Weder ihre Schwester Katra noch ihr Schwager Miklaus Miklau, die in Ravensbrück bzw. Dachau umkamen, finden den gebührenden Platz. Auch Peter Kucher, der im Haus von Onkel und Tante den ersten aktiven Kontakt mit den Partisanen hatte und dort auch zum legalen Kurier gewählt wurde, benennt deren Tod nicht, beziehungsweise auch nicht die Opfer in der eigenen Familie. Das mag vor allem auch im Zusammenhang mit der jugoslawischen Erinnerungskultur zu verstehen sein. In dem Staat, der sich auf dem Partisanenkampf begründete, dessen Helden vor allen Dingen Kämpfer und Kämpferinnen waren, hatten KZ-Opfer keinen Raum. Nach dem Krieg gab es in Slowenien auch die berüchtigten Dachauer Prozesse gegen Überlebende der Konzentrationslager. Die Winkelfamilie, und das sind die Geschwister von Jelka, verstanden sich vor allem in der Tradition der Partisaninnen. Und hier liegt auch der Unterschied der Erzählung der ersten und zweiten Generation zu jener von Maja Haderlap, die ins Zentrum ihrer Geschichte ihre Großmutter stellt, die nach der vorgetäuschten Zwangsrekrutierung des Gatten zu den Partisanen verhaftet und ins KZ Ravensbrück interniert worden war. 2011, also 20 Jahre nach der Selbstständigwerdung Sloweniens, erschien der Roman Engel des Vergessens von Maja Haderlap im deutschen Wallstein Verlag. Sie war es, die mit der Geschichte der Großmutter, einer Schwester des genannten getöteten Miklaus Miklau und deren ebenfalls internierten Freundinnen nun auch einen ausführlichen Blick auf die anderen Opfer werfen konnte. Der Roman wurde in Kärnten auch von vielen Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung gelesen und diskutiert und ließ alte Verkrustungen aufbrechen, erweckte das Interesse, sich mit der Geschichte der anderen im Land auseinanderzusetzen und diese Geschichte auch als gemeinsame Geschichte zu verstehen. Die Entscheidung, die Geschichte in deutscher Sprache zu verfassen, wurde ihr vielfach angelastet. Auch von ihrem ehemaligen Lehrer und dem slowenischen Autor Florian Lipusch. Und es hat sich da eine sehr heftige, polemische Diskussion entfacht. Doch war es für Maja Haderlap die einzige Möglichkeit, Distanz zu schaffen, denn die deutsche Sprache war für sie immer noch oder ist für sie immer noch die fremdere Sprache, die emotionale Sprache ist das Slowenische und das ist ein Moment, das wir bei sehr vielen Slowenen und slowenischen Opfern sehen, dass sie lieber in deutscher Sprache sprechen, um hier so quasi einen Buffer zu haben. Auch ist das Slowenische an sich eher emotional. Und die Sprache ist, und das darf man, wenn man sich mit den Texten von Kärntner Slowenen und Sloweninnen beschäftigt, ein sehr wichtiger Faktor, nicht nur hinsichtlich der Ausdrucksweise, sondern auch hinsichtlich der Rezeption. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt möchte ich gerne unseren letzten Vortragenden in diesem Panel, Arvi Sepp, vorstellen. Er studierte Germanistik, Anglistik, Soziologie und Literaturwissenschaft und promovierte 2008 mit einer Arbeit zu diskursiven Formationen in Viktor Klemperers Tagebüchern. Er ist zudem Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität in Antwerpen und Professor für deutsche Kultur- und Übersetzungswissenschaft an der Freien Universität in Brüssel. Arvi Sepp hat in sehr vielen verschiedenen Sprachen publiziert, auch in Deutsch. Ich möchte heute vor allem aber auf seine Expertise in Bezug auf Viktor Klemperer und sein Werk
Das möchte ich besonders erwähnen, da das auch Thema seines heutigen Vortrags sein wird. Bitte. Okay, ja. Also vielen Dank für die Vorstellung. Die Gattung Tagebuch hatte für jüdische Opfer im Zeitraum des Dritten Reiches einen bedeutenden Stellenwert in der versuchsweisen Bewältigung antisemitischer Unterdrückung und Demütigung, wie zugleich im Zeugnis ablegen vom Holocaust. Im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtungen stehen die Tagebücher des bekannten Romanisten Viktor Klemperer mit dem Titel »Ich möchte Zeugnis ablegen bis zum Letzten«. Eine existenzielle Krisensituation, wie sie das Dritte Reich für Klemperer darstellte, ist durch die Ungewissheit ihres Ausgangs gekennzeichnet. Die durch die Krise ausgelöste Unsicherheit erlaubt es den Betroffenen nicht länger, ein teleologisches und zukunftsorientiertes Lebens- und Gesellschaftsprojekt zu imaginieren. In Kritik und Krise von Reinhard Koselleck heißt es: Der Ausdruck Krise ist durch seinen diagnostischen, prognostischen Gehalt Indikator eines neuen Bewusstseins. Jede Krise entzieht sich der Planung, rationaler Steuerung, die von der Fortschrittsgläubigkeit getragen ist. In Krisenzeiten ist man sich selbst überlassen. Auf die zeitliche Perspektive wird radikal auf die unmittelbar oder die Die Perspektive ist radikal auf die unmittelbare Gegenwart beschränkt. Und das Tagebuch erweist sich vor dem Hintergrund der Aufhebung zeitlicher Kontinuität als privilegiertes Medium der Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Gegenwart beziehungsweise als adäquate Verschriftungsform täglichen Erlebens und alltäglicher Wahrnehmung. Das Ziel dieser Präsentation ist es, also der Frage nachzugehen, wie sich der Zusammenbruch des vertrauten Wertesystems angesichts der Gewalterfahrung im Dritten Reich in der Psyche Viktor Klemperers niederschlägt. Klemperers phänomenologische Rettung der wechselnden Details des Alltags legt Zeugnis davon ab, in welchem Maße die Gestapo ab dem aufgezwungenen Einzug von Viktor und Eva Klemperer 1940 in das Judenhaus der Kaspar-David-Friedrich-Straße in Dresden von morgens bis abends, vom Frühstück über das Klingeln der Briefträgerin bis hin zur Nachtruhe ihren Alltag beherrschte. Die Gestapo avanciert in diesem Zusammenhang zum abstrakten Schreckensprinzip, zum allgegenwärtigen Sie, das ständig auf der Lauer liegt, jeden Moment aus dem Nichts auftauchen und urplötzlich zuschlagen kann. Der Alltag des Grauens ist für Klemperer, der natürlich als jüdischer Ehemann in einer Mischehe aus einer Ausnahmeperspektive schreibt, im Grunde ganz und gar unspektakulär. Es sind vor allem also die Allgegenwart des Todes und die Unsicherheit des unangekündigten Verschwindens, die dem Tagebuchautor Furcht einflößen. Klemperer schreibt dazu: Das Fürchterliche ist die Unsicherheit, der schleichende Mord. Niemand erfährt etwas, jeder ist in ständiger Lebensgefahr. Das Nichtigste genügt zum Vorwand der Beseitigung. Die Betroffenen werden somit zu verfügbaren Objekten, welche sich den grausamen Tücken des Regimes zu beugen haben. Die Freiheit ist gänzlich aufgehoben und hat ständiger Angst Platz gemacht. Durchgehend vermerkt der Tagebuchschreiber mit penibler Genauigkeit und katalogsartig die Details der Verfolgung, die Mückenstiche, wie Klemperer sie nennt, die die Opferperspektive der steten Einschnürung des Handlungsraumes erschließen. Der Alltag, dessen flüchtigen Charakter der Tagebuchschreiber in seinen Eintragungen festzuhalten sucht, unterliegt indes der ständigen Existenzangst, die eine Ausschaltung des Alltags zur Folge hat. Angesichts des Spannungsverhältnisses zwischen Ausnahmezustand und Normalitätsverlangen bemüht sich der Autor immer wieder darum, in den Alltag hineinzukommen. Die regelhafte Routine und Wiederholbarkeit des Alltags machen die äußerste Not der Zeitlage vergessen für Klemperer. Der Alltag stellt vor dem Hintergrund einen heiß ersehnten Ort der Sicherheit und der Ordnung dar.
der dennoch stets und unvermittelt vom Tod heimgesucht werden kann. Und Klemperer, also das ist wichtig, also nennt das Judenhaus ein, also vergleicht das Judenhaus nie mit einem Konzentrationslager, also ist sich dessen bewusst, dass er in dieser spezifischen Situation ist. In Momenten der Lebensgefahr werden die Geltungsansprüche der alltäglichen Wirklichkeit und deren unhinterfragbare Selbstverständlichkeit aufgelöst. Die natürliche Einstellung, der unbefragte Boden für alle Geschehnisse des Sensus Communis, werden durch die existenzerschütternde Erfahrung der Judenverfolgung in Frage gestellt. Dieser Umstand ist es, der zu einer versuchsweisen Normalisierung des Ausnahmezustands nötigt. Klemperer schreibt zu diesem Punkt, und ja, genau. Und doch zwingen wir uns, und das gelingt auch auf Stunden, unseren Alltag weiterzuleben. Vorlesen, essen, so gut es geht, schreiben, Garten, aber im Hinlegen denke ich, ob sie mich diese Nacht holen. Werde ich erschossen, komme ich ins Konzentrationslager. Das ist ein Eintrag also vom September 1939. Und doch vor dem Hintergrund von Diskriminierung und Deportationsangst tritt schrittweise Gewöhnung und Routine ein. Nein, dieses Zitat habe ich nicht, aber Klemperer schreibt zum Beispiel im Jahre 1942, über alles hinweg geht der Alltag weiter. Vor dem Hintergrund dieser Veralltäglichung des Ausnahmezustands zeigen die Tagebücher, wie die psychopathologische Symptomatik ihre direkte Ursache in der Judenverfolgung findet. Die kontinuierliche Angst ist ein fester Bestandteil jedes einzelnen Tages in dieser Epoche. Zitat, das ist hier. Werde ich heute verprügelt oder angespuckt werden, bestellt, verhaftet? Verhaftet bedeutet jetzt sicheren Tod. Die Unsicherheit, wie sie im vorliegenden Zitat zum Ausdruck gebracht wird, ist für das Verständnis der psychischen Auswirkungen der Verfolgung und zur Erfassung alltäglicher Lebensvollzüge im NS-Totalitarismus unerlässlich. Sie gestaltet auf materiellem und psychischem Basisniveau das Selbst- und Weltverhältnis des Tagebuchschreibenden. Der thematische Zusammenhang von Angst, Krankheit und Albtraum, auf die ich jetzt im Folgenden kurz eingehen werde, bringt eindeutig die Befindlichkeit und Stimmung von Klemperers Leben unter dem Nationalsozialismus zum Ausdruck. Zu Angst. Die Beschäftigung mit dem Tod verfolgt Klemperer als ständige Angstvorstellung. Nur das Nichtsein, nichts anderes fürchte ich. Trotz der Alltagserfahrung bzw. verhältnismäßigen Normalität im Judenhaus, die immerhin die Möglichkeit zulässt, sich zu langweilen, Tagebuch zu führen, über einen, ob schon äußerst eingeengten Privatraum zu verfügen, ist es die permanente Furcht vor dem Tod, die als stets drohendes Damoklesschwert über dem Alltag der jüdischen Insassen schwebt. Und doch liegt über dem Ganzen den Alltag grausig, entnüchternd die ständige Todesangst, schreibt er im Jahr 1943. Diese Angst hebt jegliche Selbstverständlichkeit bzw. Natürlichkeit der erlebten Wirklichkeit auf, denn wer sich sterben fühlt, steht außerhalb des Alltags, heißt es. Klemperers Kriegsnotizen fokussieren auf die peniblen Vorschriften, durch die das Leben im Judenhaus bis ins Kleinste geregelt ist. Zugleich herrscht trotz rigider Bestimmungen Terrorwillkür, da die jüdischen Verfolgten dem Gutdünken der SS und der Gestapo ausgesetzt sind, die nach Lust und Laune über ihr Schicksal entscheiden. Die Angst vor dieser Willkür ist allgegenwärtig. Ständige Angst vor Haussuchung, Gestapo soll grässlich hausen. Dieser Terror der unvorhersehbaren Geschehnisse konstituiert sich in erster Linie nicht durch den topografischen Kontext des Judenhauses, sondern vor allem indem aufgezeigt wird, wie er in das Sein durch die vielfachen Verbote und Gebote, aber vor allem in das Bewusstsein und die Psyche der verängstigten, unterdrückten Insassen eingreift. Die Gegenwart der Judenverfolgung ist geradezu durch Zeitlosigkeit gekennzeichnet, denn das Leben dieser Opfer steht Tag für Tag unter dem
stets gleichen Diktat der Vorschriften und Regeln, wie es auch der Macht von Willkür und Terror unterliegt. Das Zurückgeworfensein auf eine Minimalstufe des Daseins, wie auch Reinhard Koselleck erläutert, führte zu einer Inversion. Da sind einige Zitate verschwunden. Ja, doch, hier. Führt zu einer Inversion der Zeiterfahrung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hörten auf, Orientierungslinien des Verhaltens zu sein. Klemperer sah demgemäß auch seine Zeiterfahrung aufgehoben. Es ist gar nicht zu sagen, wie sehr mir der Abreißkalender fehlt. Die Zeit steht still. Der Uniformität des Alltags mit all ihren menschlichen Abgründen, dem veränderten Zeitbewusstsein und der erzwungenen Engführung auf das Bestreben des nackten Überlebens wird in den Tagebüchern breiter Raum gewidmet. Zu den Charakteristika des NS-Alltags, wie auf jeden Fall von Klemperer geschildert wird, zählen Einförmigkeit, Wiederholung, Banalität und gar Trivialität, zu denen sich auf beispiellose, beunruhigende Weise Furcht, Beklemmung, Mutlosigkeit und Unsicherheit gesellen. Zur Selbstbeobachtung im Tagebuch gehört unerlässlich der Blick auf die eigene mangelhafte Gesundheit. Die gesundheitlichen Beschwerden, und das ist das Thema Krankheit, oder die Themenkomplex Krankheit und Schmerz, also diese gesundheitlichen Beschwerden, also bei Klemperer vor allem Herzbeschwerden und Angina, ziehen sich kontinuierlich durch das gesamte Tagebuchkonvolut. Klemperer erfährt von Anfang der Nazi-Diktatur an in verstärktem Maße die körperliche Hinfälligkeit und Vergänglichkeit, seine Krankheiten und Gebrechen. Der Körper in Klemperers Tagebüchern ist immer ein kranker, alternder Körper und somit stets Quelle des Leids und der Todesfurcht. Dieser körperliche Zustand, der ihn sehr trübselig an mein Alter und mein Herz erinnert, scheint ein geradezu permanenter Zustand zu sein. Die gebetsmühlenartig vorgetragenen Klagen über Krankheit und Altern klingen wie eine Beschwörung des Todes, der ihm größte Angst einflößt. Die aufmerksame, behutsame Beobachtung des eigenen Körpers im Tagebuch kompensiert die totale Irrelevanz seines Lebens und Leidens für das Nazi-Regime, das sich die restlose Vernichtung der jüdischen Bevölkerung herbeizuführen zur Aufgabe gestellt hatte. Die Ich-Bezogenheit wird zum Antidoton gegen die feindliche Allmacht und erlaubt es gewissermaßen, eine identitätssichernde Distanz zur befremdenden Wirklichkeit zu bewahren. Das diaristische Schreiben unterstützt vor diesem Hintergrund die alltägliche normalisierende Arbeit der Selbstgestaltung, indem es ein effektives Mittel der Einwirkung auf sich selbst darstellt. Das Tagebuch bietet sich mithin als privater Ort des unverhinderten Sprechens über das eigene, über die eigene körperliche Verfassung, also bietet sich als ein privater Ort an. Ja? Als Selbstbehauptungsversuch stellt die Rede über den kranken Körper ein Bestreben dar, die freie Selbstverfügbarkeit zu erhalten. Im Bannkreis der Schmerzen wird der Tagebuchschreiber, also der mit dem Tagebuch tendenziell keine Publikation beabsichtigte, also das war nicht immer deutlich, auf jeden Fall, zu einer Inflation seiner Beschwerden verführt. Eine geradezu unaufhörliche Litanei über den physischen Verfall ist die Folge. Das Kranksein steht stets in Verbindung mit der Zeitgeschichte. Das Private und das Öffentliche gehen geradezu unmerklich ineinander über. Wie zum Beispiel in diesem Zitat aus dem Jahr 1935. Da heißt es, sehr plötzlich bildete sich bei Eva ein Zahnabszess und musste heute geschnitten werden. Ekelhaftes Intermezzo. Bei mir gleichbleibende Herzbeschwerden. Sprache des Dritten Reiches, Will Vesper, Landesleiter der Reichsstiftungskammer zur Buchwoche, Dresdner Nachrichten, 26.10. Mein Kampf ist das heilige Buch des Nationalsozialismus und des neuen Deutschland. Zahnabszess, Herzbeschwerden und LTI, Informationen zur Buchwoche, werden im vorliegenden Passus quasi bruchlos miteinander verbunden. Die körperliche und psychische Unbequemlichkeit spiegelt in diesem Zusammenhang die krisenhafte Zeitgeschichte wider. Jetzt zum letzten Punkt, Albtraum. Ein gelegentlich wiederkehrendes Thema der Alltagsschilderung stellen die Träume, Albträume und Gewaltträume des Autors dar.
die er als Chiffre in individualpsychologischer Einverleibung des NS-Terrors im Tagebuch festhielt. Träume haben neben ihrer rein persönlichen Komponente tatsächlich auch kulturelle Bedeutung, die aus mentalitätsgeschichtlicher Perspektive faszinierende Einblicke in die NS-Periode gewähren kann. Die Feststellung des unwiederbringlichen Verlustes der Heimat und die entsprechende sentimentalische Topikalisierung der Vaterlandsliebe hat Charlotte Berath in ihrer Studie Das Dritte Reich des Traums anhand einer Sammlung von Träumen aus dem Zeitraum der NS-Herrschaft aufgezeichnet. Gemeinsam ist den Heimwehträumen der deutschen Juden, dass die erschütternde Erfahrung von Selbstentfremdung, Entwurzelung, Isolierung, Identitätsverlust und Brechung der Lebenskontinuität in ihnen stets an zentraler Stelle steht. Wie Reinhard Koselleck auch im Hinblick auf ihren historischen Quellenwert erklärt, stehen Träume gewiss am äußersten Extrempol einer denkbaren Skala geschichtlicher Rationalisierbarkeit. Aufgrund ihres prognostischen Zeugnischarakters geben sie jedoch Aufschluss über die Zeiterfahrung im Dritten Reich, indem sie von einer ihnen inhärenten Faktizität des Fiktiven zeugen. Klemperes Träume stellen ausdruckskräftige Beispiele für die von Koselleck aufgezeigte zeitdiagnostische Ikonizität jüdischer Träume im Dritten Reich dar. In der Kombination aus unerledigten Tagesresten, tiefen psychologischen Verschiebungen als Konglomerat aus Unsicherheit und Angst erfüllen sie eine Ventilfunktion und geben, ohne unmittelbar durch das Tagesbewusstsein zensiert zu sein, die Zeiterfahrung der Gegenwart wieder. Klemperer beschreibt oft diese Träume. Es gibt viele Beispiele. In einem Eintrag vom April 1936 zeichnet Klemperer zum Beispiel einen Traum auf, in dem die Kriegsdrohung vorweggenommen wird. Heißt es, ich hatte heute einen für die allgemeine Lage charakteristischen Traum. Die Zeitung war viele Seiten lang mit einer Regierungserklärung fett bedruckt. Ein Ultimatum, der Krieg sollte andernfalls in 24 Stunden beginnen. Und ich konnte nicht herausbekommen, wer der Gegner sei. Es schien mir die Türkei. Aber ich konnte es wirklich nicht genau verstehen. Ich wollte Eva fragen und wachte auf. So gibt es viele Beispiele im Tagebuch. Im Jahr 1943 bemerkt Klemperer auf ähnliche Weise zu einem Traum, Zitat, das Grauen saß und sitzt wie eine dumpfe, ekelhafte Selbstverständlichkeit in mir. Alles Denken und Tun geht nur eben darüber hin. Also im Jahr 1943. Die Träume, so zeigt sich, stellen leiblich manifest gewordene Erscheinungs- wie Vollzugsformen des Naziterrors dar, woher auch ihre politische Bedeutung rührt, die das rein Persönliche übersteigt. Sie eröffnen einen Bereich prognoseträchtige Qualität, in dem der menschliche Verstand zu versagen scheint, in dem sie jedoch als Zeugnis für Faktizität eingebracht werden. In diesem Zusammenhang Ich bin fast am Ende. In diesem Zusammenhang schreibt Reinhard Koselleck, Zitat, die Träume erschließen damit über ihren schriftlichen Quellenstatus hinaus eine anthropologische Dimension, ohne die der Terror und seine Wirksamkeit nicht verstanden werden können. Es sind nicht nur Träume vom Terror, es sind zunächst und vor allem Träume im Terror, der den Menschen bis in seinen Schlaf hinein verfolgt. Das ist ein Zitat aus Vergangene Zukunft. Ich habe das hier nicht in den Folien. Auch Klemperes Träume bringen vor diesem Hintergrund die Wahrnehmung und Deutung des Totalitarismus von der Opferseite her prägnant zum Ausdruck. Als Zeugen für Erfahrungsberichte, Befunde in Eventum sind sie von kulturhistorischem Interesse, indem aus ihnen ersichtlich wird, wie das Terrorsystem auf die Psyche des Einzelnen einwirkt und sein Denken und Fühlen bis in den Schlaf hinein bestimmt. Also wie das vorher Gehende zeigt, gehen auf den ersten Blick rein private Gefühle wie Erfahrungen wie Angst, Krankheit, Schmerz und Albträume Einblick in den hermeneutischen Zirkel von Individual- und Kollektiverfahrung, Erlebnis und Ereignis. Die Geschichte von Antisemitismus, Holocaust und Krieg wird erst über die privat erlebte Bedrängnis und die psychische Verunsicherung durch den Zusammenbruch des bisher bekannten ethischen Systems fassbar gemacht, während diese Erfahrungen wiederum nur im Hinblick auf den allgemeinen Geschichtsverlauf nachvollziehbar werden. Danke.
Vielen Dank, Avi Sepp. Vielen Dank für die drei höchst interessanten und sehr differenzierten Beiträge, die sich auf sehr unterschiedliche Kontexte bezogen haben, Kontexte des Autobiografischen. Aber mir fallen da auch schon gleich einige Überschneidungspunkte auf. Ich werde vielleicht kurz nennen. Also einerseits die Frage des Fiktionalen, die sich ja nicht nur in Romanen stellt, die sich autobiografischer Muster bedienen, sondern auch in jeder Autobiografie. Und umgekehrt auch sozusagen, das hatten wir auch in einem Vortrag, sozusagen die Nutzung literarischer Formen oder Bezüge in Autobiografien auf der anderen Seite. Dann auch das Verhältnis von sehr zeitnahen oder zeitgleichen autobiografischen Schriften wie dem Tagebuch auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine sehr spät möglich werdende autobiografische Auseinandersetzung am Beispiel der Kärntner Slowenen und Sloweninnen. Einen Punkt möchte ich noch nennen, den ich sehr interessant fand, auch in den sehr unterschiedlichen Genres vielleicht auch, nämlich die Nutzung und was wir auch schon hatten, dieses wo wird wir und wo wird ich sozusagen geschrieben und mit welcher Funktion einerseits und welches wir braucht es auch sozusagen, um überhaupt autobiografisch zu sprechen. Ja, ich bin auch schon still und überlasse Ihnen jetzt die Viertelstunde Diskussion. Es gibt schon einen Beitrag. Jetzt zwei Fragen. Die erste geht an Brigitte Entner. Vielen Dank, dass du dieses Element der Sprache eingebracht hast. Ich hätte eine Frage, und zwar, meine Mutter musste mal ein Interview geben über ihre Fluchterfahrung 1956. Und sie hat das für den deutschsprachigen ORF gegeben und für den ungarischsprachigen ORF. Und die Geschichte war auf Deutsch und auf Ungarisch vollkommen anders. Gibt es ein Beispiel im slowenischen Bereich, dass jemand dasselbe erzählt? Und gibt es dann wirklich Unterschiede in den deutschsprachigen und der slowenischen Fassung? Oder sprechen sie Deutsch anders, als sie Slowenisch tun? And my second question goes to Stephanie Brett, but it's going to be in German because I cannot compete with this wonderful British pronunciation. Was mir gefehlt hat, oder die Frage ist, die Verortung dieser beiden Texte, die Sie erwähnen, also die chronologische Verortung. Also der eine Text, Littles, entsteht 2010 in Westeuropa und die Texte von Imre Kertész entstehen Ende der 70er Jahre im kommunistischen Ungarn. Und ich kann Ihrer Argumentation folgen, dass Sie diesen Einsatz der Satire, der Komik, um das zu hinterfragen, diese generelle Holocaust-Interpretation, dieses Tragische und den Horror und so weiter, dass das im Fall von Little, dem kann ich folgen. Bei Kertész ist es so, dass ich sagen würde, es gibt diese Texte, diese Heroisierung oder diese Tragisierung oder dieses tragische Element, nicht in Ungarn 1978. Also trotzdem greift Kertész zu diesem Element. Warum tut er das? Also mir ist das jetzt nicht ganz klar. Er kann nicht referieren auf diese Texte, weil der Holocaust in Ungarn 1978 ein Tabu ist. Und gleichzeitig, ganz zufällig, habe ich jetzt den Film, die Verfilmung von Kertész, den Roman des Schicksallosen gesehen. Und dort passiert auch genau das Gegenteil, dass nämlich diese Elemente, die Sie hervorstreichen, eigentlich im Film nicht vorkommen. Das ist ein ganz, ganz klassischer Film, der den Horror des Holocaust zeigt. Also eigentlich den Roman ja irgendwo verfälscht. Und es müsste ja sein, dass auch in Ungarn im Jahr des wann ist er gemacht worden, 2006, 2007, also ja eigentlich dieses Element, dieses neue Element viel stärker, also das Element, das Kertész macht, viel stärker sein müsste und das ist genau das Gegenteil, was hier passiert. Ich habe eine weitere Wortmeldung, aber ich glaube, die Frage war sehr komplex, vielleicht wollen Sie jetzt schon mal darauf antworten. Bei mir war es relativ kurz. Das ist eindeutig so, wie du das von deiner Mutter erzählt hast, dass die Sprachenwahl die Erzählung in eine andere Richtung treibt. Ich weiß nicht warum, weshalb, aber das habe ich bei einigen Texten bzw. Erzählungen, vorwiegend bei Erzählungen mitbekommen. Auch bei Erzählungen von Zeitzeugen, die in Schulen gehen, dass das ganz unterschiedlich ist, ob sie jetzt im slowenischen Gymnasium mit den Schülern Slowenisch gesprochen haben oder in den anderen Schulen Deutsch gesprochen haben, dass die Gewichtung sich verändert. Ist es okay, wenn ich auf Englisch antworte? Okay. Yes,
part of what I'm interested in my work is the way in which comedy in certain texts is precisely not recognised, and over time critics, both readers and critics, have not engaged with comedy in texts that are responding in one way or another to atrocity. And I would say that, I mean, I don't read Hungarian, so but from the criticism I've read so far, there is very little that acknowledges the comic aesthetic in his work. So it doesn't surprise me that in the film there would be no conscious or reflected attempt to incorporate those comic elements of his book. And I think what that reflects is another level of anxiety which is identifiable among critics, which is how precisely to engage with texts that are fundamentally concerned with suffering or with the representation of atrocity, but which have a comic aesthetic. And Sebald is another such author. Actually, many of his texts have a very powerful comic aesthetic, particularly his earlier two prose works. But critics, when they locate or when they're confronted with moments of comedy, they are unsure what to do with it, and they can't reconcile it with the rest of the texts. And from, as I say, from what I've read of the Kertész criticism, there is no systematic engagement with those aspects of his text that are comic, which I find remarkable, actually, because I find him such a funny writer. So I think what we're addressing here, or what I'm interested in, is the function of comedy, but also the anxiety when comedy isn't either presented as this is a comedy, which is already a certain framing of comedy which makes it culturally acceptable, but that particular enmeshing of comedy with pain, suffering, and I think that anxiety is an interesting one. Sorry, did that answer your question? Yeah. Julia Wagner hat noch eine Frage. Danke, ja, ich habe eine kurze Frage an alle drei, wenn ich darf. Ja. Ja? Okay, Stephanie, ich habe mich gefragt, du meintest ja, dass Kritiker von Littells Arbeit sich damit auseinandergesetzt haben, mit dieser Vermischung von Fakt und Fiktion. Und du hast da über ethische Integrität gesprochen. Und mich würde interessieren, ob du dazu eine eigene Position hast. Über was für dazu, ob das sozusagen, ja, ob die ethische Identität, Integrität gewahrt wird oder nicht. Bei dem zweiten Vortrag, da ging es ja um Regeln der Sagbarkeit in verschiedenen Kontexten, auch sprachlichen Kontexten, und andererseits um sich verständlich machen, was ja irgendwie auch eine politische Haltung ist in diesem Zusammenhang, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mich würde interessieren zum Beispiel, ob die Kinder von Helena Kucher sich gewehrt haben insgesamt gegen die autobiografischen Erzeugnisse ihrer Mutter oder nur die auf Deutsch, also wo quasi da so die Grenzlinien verlaufen. Und bei dem letzten Vortrag, beim Tagebuchschreiben ist es ja im Gegensatz zu vielen anderen Quellen, mit denen wir uns so befassen, ist ja diese zeitliche Nähe eben gegeben und man kann so allmähliche Entwicklungen nachvollziehen. An einer Stelle im Vortrag hieß es, dass dieser für Klemperer, dass dieses Tagebuch ein privater Ort des unverhinderten Sprechens war und ein Ort der Selbstbehauptung. Und mich würde interessieren, ob es da nicht auch um Performance geht und ob, ich meine, Tagebücher werden ja nicht nur oder oft nicht nur für sich selber geschrieben und ob da auch im Nachhinein dann editiert und redigiert worden ist. Ich kann gerne die Frage beantworten oder versuchen zu beantworten. Also das Tagebuch hat natürlich verschiedene Funktionen. Und ich meine, diese Selbstbewahrung ist eine der Funktionen.
auch, ich meine, die therapeutische Funktion. Also Klemperer hat mit 17 angefangen, also Tagebuch zu führen. Ist auch sehr schön zu sehen, ich meine, wie sich das Schreiben ändert. Zum Beispiel der Unterschied zwischen den Tagebüchern der Weimarer Zeit und dann die Tagebücher zum Beispiel des Dritten Reiches. Und auf jeden Fall, also Performance ist, ich meine, wie ich Performance verstehe, nämlich, dass Klemperer, dass das Tagebuch eigentlich eine Art, also für Klemperer und für viele andere eine Art Graphogenese ist. Was bedeutet das? Also das ist schon, ich meine, also mit Blick auf einen möglichen Tod, also ist das Tagebuch schon sozusagen als eine physische Ersatzform für das leibliche Ich da. Und deswegen war es für Klemperer war es immer auch so wichtig, dass die Tagebücher also von seiner Frau dann nach Pirna gebracht wurden, damit, und er benutzt auch dieses Verb, also damit die Tagebücher überleben würden. Einerseits ist natürlich also Zeugniswille, nämlich er möchte natürlich Zeugnis ablegen nach dem Tod. Und ich meine, dazu braucht man dann das Medium. Aber andererseits ist es natürlich auch die physische Komponente in der Schrift weiterzuleben. Und Klemperer hat das mehrfach betont. In Enzyklopädien verzeichnete, also ich werde vielleicht verschwinden. Und ich meine, diese Schrift und das Fortleben des Namens, als ob er an die Wand schreiben würde, ich war hier oder ich bin hier. Also Schreiben als performative Selbstbestätigung. Auch als epitaphisches Schreiben, also als Grabinschrift fast. Und dann also die Frage der Edition. Also es gibt, ich meine, es gibt das zweibändige Werk, also es gibt verschiedene Editionen eigentlich, aber das zweibändige Werk, ediert von Walter Nowoski, wurde also 95 also zum ersten Mal publiziert ist ungefähr ein Drittel also der gesamten oder des gesamten Tagebuchmanuskriptes. Was sieht man, was ist verschwunden? Also das gesamte Tagebuchmanuskript ist in Dresden. Ja. Was sieht man, also was wurde wegediert? Das sind, das hat er selber gesagt, das sind die vielen philologischen Notizen, nämlich das Tagebuch war auch ein Arbeitsjournal, also wollte noch hat auch diese Arbeit über Rousseau und über Voltaire geschrieben. Und ich meine, da gibt es also hunderte Seiten dazu, die eigentlich also weggelassen wurden. Zeitpunkt 95 ist an sich auch interessant, nämlich warum erst dann wurde das Tagebuch publiziert, hängt damit auch zusammen. Aber es sind vor allem also diese philologischen Reflexionen und wie gesagt auch die Krankheitsbeschwerden, da gibt es auch viel mehr als jetzt im Tagebuch. Also das Tagebuch ist schon ziemlich dick jetzt und solche Sachen sind wegediert worden. Bezüglich der Kinder? Das waren ganz unterschiedliche Gründe. Die eine Tochter hatte ein Geschäft in dem Ort und sie hat befürchtet, dass sie dann keine Kunden mehr bekommt. Einerseits, dass die Mutter positiv über den geleisteten Widerstand schreibt. Muss ich vorstellen, Eisenkappel ist eine der größten Gemeinden in Kärnten, hat aber relativ wenig Einwohner. Das heißt, es gibt einen ganz kleinen Kern und ganz viele Gräber und Täler, wo die Menschen leben. Und im Zentrum, das war eigentlich sehr bald schon deutsch. Also dort ist so quasi die deutsche Bourgeoisie gewesen und die Slowenisch Sprechenden waren in den Bergbauernhöfen, und die Tochter hatte einfach Angst
vor Einkommensverlusten. Der Sohn, der Peter Kucher, der sich da auch sehr stark engagiert hat, der hat ideologische Einwände gehabt, weil zum Teil die Erinnerungen, die bisher publiziert worden sind von Widerständigen in Slowenien und Jugoslawien, das waren Heldengeschichten. Das waren führende Partisanen, Partisaninnen auch. Und da wäre nun plötzlich die Geschichte einer quasi kleinen Frau publiziert worden ist, die nicht als Heldin stilisiert werden kann. Und warum schlussendlich Jelka dieses Buch publizieren durfte, war dann, das Manuskript musste zu einem politischen Funktionär der damaligen Zeit, der immer noch politisch aktiv in Slowenien war, gegeben werden, um quasi den Sanktus von ihm zu holen, es darf publiziert werden. Die Sprache war auch ein Element, nicht so massiv, aber doch auch ein Element. Mir ist jetzt noch etwas eingefallen, Wela, bezüglich deiner Frage mit der verwendeten Sprache. Es ist auch ein Punkt, denke ich, der sehr wichtig ist, gerade in Kärnten, wenn man das Deutsche verwendet oder das Slowenische verwendet. Die Deutschen wurden immer als die Gegner verstanden, die die slowenische Geschichte nicht haben wollten. Während, wenn man innerhalb der slowenischen Gruppe gesprochen hat, auch sehr viel zurückgreifen konnte, was bekannt war und auch auf Einverständnis pochen konnte in dem, was man erzählt. Ja, yeah, Stephanie Bird, Sie dürfen den Abschluss machen. Ethics. Art doesn't need to be ethical. So I am not very concerned about how ethical the novel is in theory. In practice, I would, however, say that there are two reasons why I think it does manage to hold an ethical line if one is concerned about that. The first is that the historical detail is, it would seem, very accurate. Littell read all the major historians and was up to date at the time of writing with the historiography. So in terms of accuracy and engaging with the historiographical debates, he knows his stuff and historians have confirmed that. So from the historian's point of view, I think that is significant that fiction isn't willfully manipulating history, even though in theory I think that fiction can do that if it wants to. From a literary point of view, I would say that it manages to hold the ethical line because it does not become kitsch. And if we think of Ruth Kluger, incidentally, auch eine sehr witzige Frau, if we think of Kluger as and her definition of kitsch as wish fulfillment that does not recognize itself as wish fulfillment, then I think that Littell's novel is not actually a novel about wish fulfillment. It is at the level of the character. Our wants to, as I discussed, present himself in a certain way. But I think the disjunctions in the novel, I think in fact his sexual perversion and the performativity that is connected to his sexual perversion is precisely what stops it being either pornographic or kitsch. So from a literary point of view, I would say that its refusal to descend into kitsch is what makes it hold the ethical line. Even though there are one or two points where you might, but... It's a big, long novel. Vielen Dank. Vielen Dank an alle Beitragenden nochmal heute, also des jetzigen Panels gerade, an die Fragen. Jetzt gibt es die wohlverdiente Mittagspause. Um 14 Uhr geht es weiter und ich freue mich schon sehr auf Diskussionen heute Nachmittag.